Hallo. Wir machen jetzt mal ein bisschen was anderes. Nils, erzähl das jetzt. Moin, ja. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich müsste hier irgendwas Wichtiges verkünden. Naja, so ein bisschen ist es auch schon wichtig. Also, wir haben ja die ganze Zeit in unserem letzten Album rumgebastelt. Jetzt, wie sage ich das denn? Also, wir wollten jetzt ja eigentlich das Album fertig machen. Doch irgendwie dadurch, dass man halt wöchentlich immer in diesen, in diesem Produktionsloop festhängt, dass man halt die ganze Zeit immer einen Track fertig machen will zu Freitag, dann geht's Montag wieder los mit dem Video, dann ist Mittwoch wieder der Stream, dann wird der Track wieder fertig gemacht. Und man kommt einfach nicht dazu, oder vielmehr wir kommen einfach nicht dazu, die Tracks richtig, ja, den Tracks, die es schon gibt, die Zeit zu geben, die sie eigentlich verdient hätten. Ne? Man könnte sie alle so schön machen. Und weil wir es jetzt schon so oft gehört hatten, also die Songs immer wieder in der Reihenfolge, die Playlist immer wieder auf Soundcloud vom Album, haben wir da auch gar keinen Bezug mehr dazu gehabt, irgendwie, ob das gut ist oder nicht. So, und jetzt ist es durch längeren, ja, mit viel Reden und viel Gedanken austauschen und so auch mit anderen Leuten, sind wir jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken sollten, weil da sind so viele schöne Songs. Und das wäre doch schade. Und vielleicht machen wir auch gar kein Album, vielleicht machen wir einfach nur eine EP oder sowas, damit gerade solche Lieder wie Polizeigriff d'Amour oder der Chantre-Song und so, ne, die kann man doch noch schön weitermachen. Das hätten sie doch verdient, oder findet ihr nicht? Auf jeden Fall. Ich schwafel und schwafel und schwafel, ne, Moment. So, aber damit wir halt diese Zeit haben, müssen wir einfach mal, Akku alle natürlich, ne? Willst du einmal draußen was filmen? Akku alle, wie immer. Wo war ich denn jetzt? Achso, genau, weil wir einfach die jetzt meinen Schuh auch noch auf. Und weil man einfach nicht die Zeit hat, wenn man jede Woche einen Track macht, wird es jetzt so laufen, dass wir nicht mehr immer freitags Mike einen neuen Song servieren, sondern wir vielleicht auch einfach mal im Stream einfach mal 2 oder 3 Wochen an einem Song arbeiten. Also es ändert eigentlich nicht viel, wir sind trotzdem im Stream da, wir machen irgendwas, vielleicht basteln wir auch mal ein Live-Set oder so. Aber dass wir halt einfach außerhalb des Streams auch mal ein bisschen mehr Zeit haben, Dinge zu Ende zu machen. Dass man nicht einfach immer diesen Druck hat, das fertig zu machen. Also für eine gewisse Art und Weise war das okay eine Zeit lang, weil uns das dazu gebracht hat, wirklich viel zu machen. Aber wenn dann die guten Sachen dann liegen bleiben und nicht richtig fertig gemacht werden können, wäre doch schade, oder? Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, schaltet ein, morgen Abend um 19 Uhr, wie jedes Mal. Wir schauen mal, was wir machen. Wenn wir einen Track machen, kann sein, dass der Freitag im Radio läuft. Vielleicht braucht er auch noch 3 Wochen, bis er fertig produziert ist. Leute, in diesem Sinne, ich freue mich sehr. Es fühlt sich gut an, sich das jetzt ein bisschen anders überlegt zu haben. Man hat wieder richtig viel Platz für Kreativität. Danke an alle, die an dieser Entscheidung mit beteiligt waren. Und ja, ich gucke noch ein bisschen in die Sonne. Bis morgen Abend. Ne? Macht's gut, ciao. So, Freunde, fast hatte ich es wieder vergessen. VJS-Car ist morgen auch wieder mit dabei. Macht schöne bunte Bilder für uns alle. Und damit ihr mal wisst, wie er aussieht, hier ein aktuelles Bild von ihm. Bis dann. Ciao. Ganz schön Wetter draußen.